Die Menschenrechte sind Grundrechte, die man auf allen Fällen verteidigen sollte. Es sollte wirklich die erste Priorität sein, und zwar für alle Länder. Wir sind hier mit einer Gruppe von 29 Leuten, die sich aus Frankreich und Deutschland zusammengetroffen haben. Wir sind alle aus verschiedenen Städten und sind hier, um uns eine Woche lang mit dem Thema Meinungsfreiheit auseinanderzusetzen. Die Meinungsfreiheit ist für mich eigentlich mehr die Entdeckung, was die anderen denken, also was sie meinen, was sie wissen. Es ist total interessant zu sehen, die Vielfalt von den verschiedenen Meinungen. Unter Meinungsfreiheit verstehe ich einfach, dass man, egal was für einen Gedanken man hat, den äußern kann. Ich glaube, verbunden ist aber auch mit Respekt, andere Meinungen eben zu akzeptieren oder anzuhören. Dass ich sagen kann, was ich möchte, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen, und glauben und lieben darf, wenn ich möchte, ohne ins Gefängnis zu kommen. Ich finde, man hört uns nicht genug zu, weil vielleicht denken die anderen Leute, dass wir zu jung sind, um eine richtige Meinung zu äußern. Donc pour protéger la liberté d'expression, je pense qu'il est important de sensibiliser les jeunes personnes qui n'ont pas conscience de ce que c'est la liberté d'expression, pour que eux puissent se rendre compte que c'est très important et que il faut se battre pour cette liberté d'expression. Also wenn ich in der Stadt rumlaufe, dann sehe ich ganz, ganz viele Menschen, und es ist irgendwie schön zu sehen, dass wir nicht alle irgendwie zum Beispiel einen schwarzen Pulli und eine Jeanshose anhaben mit weißen Schuhen, sondern dass jeder individuell irgendwie seinen Stil den anderen Leuten zeigt und sagt, das bin ich und das macht mich aus. Meinungsfreiheit betrifft uns alle, und gerade junge Leute, weil wir eben die Zukunft dieses Landes sind, und wir alle wollen ja später auch in einer Demokratie, wie es eben momentan der Fall ist, auch weiter groß werden und wollen auch, dass unsere Kinder später in einer Demokratie groß werden. Und wenn wir die Meinungsfreiheit in Deutschland oder in anderen Ländern zum Beispiel nicht aufrechterhalten, wird es diese Demokratie nicht mehr geben.